performance gegen der S&P und die TSX war sehr exzellent ins letzte Jahr und auch gegen den Goldpreis. Ich habe gemeint, dass heute werden wir uns ein bisschen unterhalten, wie Silber eigentlich im Markt performt hat über das letzte Jahr und wo die Bank of Montreal, die uns eine Finanzierung geleistet hat, was sie eigentlich verhältnismäßig denkt über die Firma und wo Silber ist. Es ist ein neues Paradigm für Silber eigentlich und BMO meinte bis 2015, dass eigentlich Silberproduktion 55% steigen müsste, nur dass wir das Silber haben, was wir brauchen für die Industrie. 64% muss eigentlich von neuer Silberproduktion kommen und das 90% von die 64% muss eigentlich von reinen Silberproduzenten hergestellt werden. Minco Silber in Fuwan ist ein von nur 23 Reinsilberproduzenten, wie es anerkannt war, weil man mehr als 75% Silber hat, außer Blei und Zink. Bis 2015 ist es gemeint, dass 62% von alles Silber wird für die Industrie also verwendet. Und nur 20% für Schmuck, Silberwaren, Münzen und Fotografie wird die andere 18% sein. Der Graph, den Sie sehen zur der oberen Seite hier, zeigt, dass im Januar 2011 war da nur 7 Wochen Silber, die man konsumiert konnte.